Hallo und herzlich willkommen zu meinen nächsten Adventstürchen meiner Adventskalender mit und von eurem Das Steffel zockt. Und heute öffnen wir die Nummer 8. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen schönen Abend und viel Spaß bei diesem Video. Und wir legen auch gleich einmal los. Wie immer mit dem Kinderschokoladekalender als erstes. Da haben wir ihn und da suchen wir mal gemeinsam die Nummer 8 und ich sehe sie auch schon, und zwar ist sie hier. Das ist was, oh, kaputt, längliches, dachte mir fast, dass das drin ist. Hat von Länge gut gepasst, nämlich der Kinderriegel ist heute an Bord. So, dann geht's weiter mit dem Star Wars Kalender. Und da suchen wir natürlich auch die Nummer 8. Ich sehe die 9. Mal sehen, wo die 8 ist. Ah, ich sehe sie. Da ist sie. Schauen wir mal, was drin ist. So. Oh, das denn? Keine Ahnung, was das genau sein soll. Ich zeig's euch mal. Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr, was es ist. Vielleicht könnt ihr es mir sagen. Auf jeden Fall etwas größere Beute, wo das drin versteckt ist. Einmal so rum und einmal so rum zeigen. So, dann gehen wir weiter zum Adventskalender. Ich schiebe gleich mal so ein bisschen nach. So, suchen wir hier mal der 8 an meinem perfekten Kalender. Immer in sich aber auch egal. Der wird es eh nicht überleben, glaube ich. Der wird schon ein paar Türen abruppen. Und die 8 ist hier. Das haben wir gleich mal rein, was es ist. Hier ist bei den Kalender auch keine 8 mehr jetzt drauf, ob ich die sauber oder unsauber aufmache, die Türen. Das ist mir jetzt bei den Kalender im Prinzip total egal. Und wir haben hier drinnen, oh, jetzt weckt es ein bisschen. Jetzt muss ich mal hier schauen am PC, deswegen gucke ich da gerade rüber. Weil auf dem Tablet hängt es gerade etwas. Aber hier läuft doch ganz normal. Den muss ich jetzt mal auf PC schauen. Hier kommt der zweite Kalender mit Nummer 8. Mal sehen, ob ich ihn finde. Du bist von der Entfernung aus, sehe ich es leider nicht, wo die 8 ist. Ich lasse euch erstmal schauen, dann gucke ich selber. Mhm. Besser nicht, was immer mit der Verbindung los ist. Aber, ah, hier ist er. Hier unten ist er 8. Irgendwie spinnt die Verbindung. Ist auf meinem Tablet. Jetzt ist gerade total hängen geblieben. Da habe ich ein Standbild. Ach. Scheint ein Spitzer zu sein. Hatte ich vergessen ja auch schon. Okay. Das ist der Spitzer. So sieht er aus. Wie gesagt, ich muss jetzt immer zu meinem Bildschirm schauen auf dem PC, ob ich es richtig halte. Deswegen gucke ich immer rüber. Nicht, dass er euch wundert, warum ich da hinschaue. Und wieder habe ich mal die Schere vergessen mit hinzulegen. Vergesse ich immer wieder mit hinzulegen die Schere. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich bin wahrscheinlich so dämlich. Weiß kommt nämlich die Snackbox von Vernacht die Welt, und da brauche ich ja, wie gesagt, die Schere wieder mal. Für die Nummer 8. Hier ist Nummer 8. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht direkt in die Kamera schauen kann. Ich muss jetzt immer so ein bisschen koordinieren jetzt. Ja, das ist Technik.
Das ist Technik, die begeistert. Kann ich nichts machen. Manchmal spinnt sie halt. Da kann man halt nichts machen oder ändern. Wir haben hier was für Nestle. Aero. Dreamy. No Bubbles. Nebkugeln sozusagen. Helfe ich euch mal. Die sehen so aus. Auch sehr schön. Sieht auch lecker aus auf jeden Fall. Jetzt werde ich auf jeden Fall probieren. Und das war es jetzt auch schon wieder von 18 Türchen meiner Adventskalender von diesem Jahr. Jetzt werde ich euch wie immer nochmal alles zeigen, was drinnen war. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Mal schauen, wie lange es heute geworden ist. Ich wundere mich, wenn es vielleicht manchmal ein bisschen kürzer geraten oder so. Das liegt einfach daran, wenn ich ein bisschen weniger Zeit habe. Also wenn ich Tag habe über Livestreams oder gerade jetzt, wo es kalt ist, wenn meine Stimme manchmal ein bisschen Probleme macht, dass ich die versuche ein bisschen kürzer zu halten, weniger zu reden. Daher bitte nicht wundern und wir fangen jetzt einfach mal an. Die Kinderriegel. Jetzt versuche ich halt nebenbei gleich mal mit in die Kamera zu schauen. Dass ich ein bisschen mit in die Kamera gucke. Einfach. Dass er mich wenigstens auch mal ein bisschen frontal sieht und nicht gerade nur seitlich schauen sieht. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Dann hätten wir noch den. Halt mal so. Und zuletzt hat man dann noch die gehabt. Die muss man so halten, dass sie nicht so sehr spiegelt. Und das war es dann auch schon von den Advents. Nummer 8. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht uns natürlich auf jeden Fall morgen wieder zum Türchen Nummer 9. Und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst euch nicht ärgern, bleibt treu, gewogen und gesund. Lasst gerne ein Like und Abo da oder ein nettes Kommentar. Und dann möge die Macht mit euch sein, meine Zuschauer, Abonnenten und Freunde. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Dienstagabend. Bis morgen wieder, euer Das Steffen zockt. Bye bye, ciao ciao mit Doppel V.